So. Okay, wir haben eigentlich alles mitgenommen, was wir hier kriegen konnten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben. Ist denn hier noch irgendwas? Nee. Ja, mal schauen, was er so sich einfallen lässt, was er damit machen kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er damit tut. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht hinten in das Abteil umgekommen, aber ich glaube es nicht. So, ach, hier haben wir noch Lüftungsschächte, siehst du mal. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Okay, aber dann bringen mir die Gegenstände doch auch nichts, oder? Mit der Antenne kann ich hier nichts machen. Das ist alles in der Lüftungsschacht, ich glaube schon. Ja. Zurückgehen. Die Bonbons einfach mal durchwerfen. So, ist mir toll. Nein. Okay, ich bin gerade ein bisschen ratlos, muss ich zugeben. Ich bin auch geneigt, eine Pause mal zu machen, aber vielleicht noch ein bisschen. Ich glaube, hier oben hin kommen wir auch nicht mehr zurück, oder? Ich glaube, er geht automatisch direkt runter. Ja. Also dahin geht es gar nicht mehr jetzt für uns. Wir müssen jetzt auf den normalen Wegen bleiben, sozusagen. Ach, da wäre ein Zeugkoffer. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Den habe ich ganz vergessen. Er ist mit einem dicken Vorhängerschloss gesichert. Ja gut, vielleicht kriegen wir das ja auf. Ich bin nicht schlecht im Schlösserknacken. Aber erstens habe ich meine Ausrüstung nicht dabei. Und zweitens schaukelt und bewegt sich hier alles. Unter den Voraussetzungen könnte ich bei dem Schloss ein paar Minuten brauchen. Dementsprechend hoch ist die Gefahr, erwischt zu werden. Ja gut, wir sind aber als Steward verkleidet, da ist es nicht so auffällig jetzt. Ne? Ich bin nicht schlecht im Schutz. Okay, das kennen wir schon. Können wir vielleicht trotzdem mit der Antenne hier aufrechnen? Nein, schade. Das Messer ist für fast alles gut, nur nicht fürs Schlosserknacken. Die Klingen und selbst der Dorn sind zu dick. Okay. Und wie wär's mit dem Schlüsselbund? Ha! Kannst du mal sehen. Nein. Das Richtige dabei. Ach, schade. Das wäre jetzt die Krönung gewesen. Die ganze Zeit Überlegungen, um das Ding zu knacken und dann ist es so einfach. Aber vielleicht können wir... Showtime. Vielleicht können wir die Schublade aufmachen, fällt mir gerade auf. Die war doch abgeschlossen. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, auf den Gedanken. Genau, dass die Schublade einfach mit dem Schlüssel aufgemacht werden könnte. Mal sehen. Passt. Bingo. So. Du darfst auch offen lassen. Jede Menge Krimskrams. Ein Haarnetz, Batterien, eine halbe Packung Zigaretten, eine verpackte Zahnbürste. Vermutlich muss der Barkeeper als Mädchen für alles herhalten. Wie ein Concierge im Hotel. Tja, nur was ist für mich dabei? Oh, hier. Ein winziger Rasierspiegel für die Hosentasche. Ein Spiegel? Damit jetzt machen, ist die Frage. Ach, ich weiß, ich weiß. Gut, gehen wir erstmal wieder vor. Na, möchtest du holen? Hallo? Zurück? Zurück? Ja, zurück. So, wir können zwar noch nicht oben aufmachen, aber zumindest können wir mit dem Spiegel schon mal oben reinschauen. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt und vielleicht wird er dann irgendwas getriggert, dass vielleicht Professor Lucien in seine Kabine verschwindet. Womit wir uns dann freier bewegen können hier auf dem Zug, ja, in dem Zug. Ja, auch auf dem Zug, wie wir es jetzt gerade machen, aber vor allem in dem Zug. Und dann vielleicht noch irgendwelche anderen Gegenstände rankommen, die uns hier hilfreich werden können. So, jetzt aber erstmal, genau. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Ach, okay, ich ahne, worauf das hinausläuft. Wir müssen... Können wir... Genau. Das dachte ich mir. Wenn es denn sein muss... Klebstoff! Das sollte reichen. So. Hält. Und damit können wir jetzt den Spiegel befestigen. Und haben einen kleinen Handspiegel. Das Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Den wir dann rein... Wie erwartet. Hält. Reinpacken. Genau. Ich weiß nicht... Für das Rollknödel jetzt dabei ist, aber zumindest können wir jetzt erstmal reinschauen. Da ist der Wachmann. Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie das.
Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Ah, nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Einen Wachtmeister zählen. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Könnte klappen, wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt erpasse. Okay, so viel dazu. Wie wir den Lüftungsschacht aufkriegen, das ist natürlich eine interessante Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade noch nicht. Mit dem Messer wollte er nicht, ne? Nee. So, Antenne mit Spiegel haben wir immer noch. Können wir weiter reinschauen, aber bringt uns jetzt wahrscheinlich erstmal nichts mehr. Legrand hat sich in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Und der Bobby versteckt sich hinter einigen Kisten. Offensichtlich hat Legrand eine Falle für den Raben aufgestellt. Pech nur, dass der davon weiß. Geht es darum? Will Inch Legrand einfach verhöhnen? Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal zurück. Und wollen mal schauen, ob wir jetzt vielleicht... Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch! Oh Mann! Gut. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Das war knapp. Ist jetzt natürlich lustig, weil damals ist natürlich hier oben niemand gewesen, aber jetzt können wir zumindest in den Werkzeugkoffer reingehen. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvor kommt. Und wir können mal schauen, was wir noch so rausholen können. Achso, ja, durch den Bruder. Mal sehen. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil mein Kater... Ein Schraubenschlüssel. Sehr gut. Kann es so einfach sein? Weil mein Kater die ganze Zeit versucht, auf den Tisch zu springen. Und vielleicht habt ihr ihn auch ganz, ganz leise im Hintergrund mitwissen hören. Ich weiß nicht, ob das laut genug war. Aber der belässt sich nämlich hier gerade ein bisschen. Also bin ich ein bisschen abgelenkt gerade. Was jetzt? Achso, es kommt jemand wieder. Oder was? Nein. Ja? Was tust du? Du willst ja noch mal. Achso, hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was macht der denn hier? Na gut, was auch immer. Dann versuchen wir es mal mit dem Schraubenzieher und vielleicht hat sich jetzt schon so einiges erledigt, was wir hier noch an Problemen haben. Ach, Schraubenschlüssel, ich dachte, er hätte den Schraubenzieher. Ich könnte die Schrauben schon einmal lösen. Okay. Öffnen sollte ich die Abdeckung, dann aber erst im Tunnel. Scheint tatsächlich zu passen. Mit dem Schraubenschlüssel? Ich bin gerade verwirrt. Was war das? Wohl was rausgefallen sein. Stellen Sie das auf den Boden. Ei, Sir. Oh. Das war knapp. Macht die zweite Schraube wieder so einen Lärm. War's das für mich? Okay. Tja, da ist es wahrscheinlich doch nicht so einfach, wie wir dachten, ne? Ich weiß aber gerade nicht, wie wir das Ganze... Können wir das wohl schneiden? Vielleicht mit einem anderen Gegenstand? Nee, ne? Das so mit dranbinden und dann damit auffangen? Das will er ja bestimmt nicht. Auf keinen Fall. Spätestens, wenn auch die zweite...
zweite Mutter auf den Boden des Transportwaggons kracht, weiß Legrand, dass ich hier oben sitze. Dann würde mich wohl nur noch ein schmerzhafter und potenziell tödlicher Sprung vom Zug retten. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben wieder. Und schauen mal, ob wir jetzt noch irgendwas Nutzbringendes finden können. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man die Mutter denn davon abhalten könnte, abzustürzen. Aber... nee, ich habe keine Idee gerade. Wie wir das am besten anstellen können. Aber vielleicht lässt sich ja was finden. Wir schauen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwann eine Ablenkung, dass wir es dann durchführen können. Aber ich glaube, die verlassen das ja nicht dorthin. So, hinter der Bar gibt es nichts mehr. Dr. Gebhardt ist weg. Okay, schauen wir uns mal um hier. Ich glaube, jetzt dürfte Professor Lucien wieder auch in seiner Kabine sein, weil Wachtmeister Zellner ja das, ich weiß gar nicht, was es war, das Werkzeug jedenfalls. Was tust du? Geholt hat. So, machen wir das nochmal neu. Mach doch mal bitte das Inventar weg. Mit der Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Genau das. Verzeihung, Sir. Sie hätten wir vor ein paar Minuten gebraucht. Stimmt, und das fand ich damals schon sehr merkwürdig mit dem Steward. Also habe ich da doch nicht falsch gelegen mit meiner Verdächtigung, aber war halt doch anders als gedacht. Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Sehr schön, sehr schön. So, hier war Professor Lucien drin. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer oder was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Wohl nicht. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums. Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind. Keine Sorge, das wird er so schnell nicht. So, wir gehen mal hier runter. Da drüben gab es eine Axt, aber die muss ja eigentlich so bleiben, wo sie war. So, hier haben wir einen Kreuzer, mit dem können wir gar nicht spielen. Ob es sich dabei um eine Stradivari oder so etwas handelt? Dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. So. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unsere hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren. Wohl gesprochen, naja. So. Okay, aber das Buch, das wird uns wahrscheinlich auch nichts bringen, denn das nimmt ja dann eigentlich Zellner mit, wenn ich mich nicht irre. Ein Taschenbuch. Ein Krimi, würde ich sagen. Das Pfarrhaus im Spiegel. Von Clarissa Westmacott. Ich interessiere mich nicht für Krimis, aber ihren Namen kenne ich natürlich. Sie ist die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. So, schauen wir uns mal hier noch hier vorne um. Wenn er dann den Bildwechsel mitmachen möchte. Aber das alte Problem kennen wir ja. Ich glaube, er will gerade gar nichts machen, außer sich sinnlos im Kreis drehen. Also das Spiel ist sehr schön, aber diese Bewegung, die Steuerung ist manchmal doch ziemlich hakelig. Jetzt. Okay, Aushang, Tür. Oben ist nichts. Aus dem Fenster hätten wir noch schauen können, aber das hätte uns bestimmt nicht so viel gebracht. Hier hängen Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Ah, Magnete. Ich hatte schon irgendwas gedacht, vielleicht mit Magneten, aber... Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Irgendwie fand ich das doch ein bisschen merkwürdig mit dem Magneten. Der vielleicht. Oh, guter Schlüsselbund. Okay. Die große Landkarte hier zeigt die unterschiedlichen Reiserouten des Orient Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänger und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit. Aber mal ehrlich, was soll das für ein Magnet sein, der stark genug ist, durch die Decke des Waggons die Mutter zu halten, die ja doch ein bisschen was bietet? Wahrscheinlich. Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. Okay, die Tür, irgendwas? Der
Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass Inch am Tender entlangklettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inch geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. So einer ist da also. Okay, wir haben ja alles, was wir brauchen. Deswegen gehen wir mal wieder nach vorn. Wir können mal kurz aus dem Fenster schauen. Wir sind immer noch in den Schweizer Alpen. In etwa einer halben Stunde müssten wir an die italienische Grenze kommen. Sehr gut. Okay. Und ich würde aber sagen, an der Stelle mache ich dann erstmal eine kleine Aufnahmepause. Haben wir jetzt doch ziemlich lange aufgenommen. Und wir schauen dann einfach beim nächsten Mal weiter, wie sehr das ganze Vorhaben hier von Erfolg gekrönt sein wird und was dabei dann so rausspringt. Ob er wirklich der Rabe ist, der Mr. Inch, und ob das alles so ist, wie es jetzt erstmal zu sein scheint. Ich meine, wir haben ja noch ein ganzes Stück vom Spiel vor uns, da müssen ja eigentlich noch einige Wendungen kommen, ne? Von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann wird es wieder spannend. Ich finde, das Spiel nimmt jetzt doch schon einiges an Wendungen auf hier und dann gucken wir mal, was so rumkommt hier dabei, ne? Klettern jetzt noch mit rüber auf die andere Seite. So, und dann würde ich sagen, ja, sind wir wieder da. Beim nächsten Mal machen wir das. Haut rein!